ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge Resident Evil Revelations 2. Ich hatte es ja mal vor längerer Zeit mal angetestet und habe ja auch jetzt die Vollversion. Vorher war es nicht die Vollversion oder beziehungsweise eine Art Testversion und wir spielen jetzt mal weiter. Und es ist schon ein bisschen länger her, ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich musste auch bis zu diesem Part, beziehungsweise zu dieser Stelle musste ich mich auch wieder in die Steuerung reinfummeln und es war tierisch schwer, weil ich komme so mit dem Schießen nicht ganz klar. Es ist nicht so leicht. Was ist denn das? Irgendwas leuchtet hier. Was ist das? Was ist das? Hä? Topaz? Ach, okay. Wahrscheinlich irgendein... Hier leuchtet noch mal was. Aha, ein Brecheisen. Cool. Eine Schlagwaffe. Ich kann mit Schlagwaffen. Ja, super. Moira kann mit R2 mit ihrem Brecheisen angreifen. Indem sie Gegner von hinten mit dem Brecheisen trifft, kann sie diese betäuben. Sie kann außerdem mit R2 einen Folgeangriff auf gefallene Gegner ausführen. Ja. Okay. Was? R2? Nee, das ist die Lampe. Okay. Aha. Huch. Kann ich denn auch Kisten kaputt machen? Nö, ne? Gut, dann wollen wir mal, Okay, ach, jetzt soll ich wieder vor, oder was? Oh Gott, ne? Ach ja, genau, wir haben noch so eine kleine Pumpgun, aber das Problem ist nur, ich habe gerade mal einen Schuss dafür. Das ist nicht gerade viel. Okay, dann, Wer war das denn jetzt? Hallo? Claire? Das hast du gesehen, oder? Ja, da war... irgendwas. Irgendwas? Irgendwer? Irgendein kleines Mädchen? Hallo? Hallo? Boah, ich höre immer so im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche. Oh, was ist denn das? Irgendwas hat doch jetzt da gerade geblitzt. Geblitzdingst. Okay, warte mal, wir können... Hä, normalerweise kann ich doch den Charakter wechseln. Nein? Okay, momentan geht's anscheinend nicht. Aber hier ist was, guck mal. Hier ist doch was. Hat das jetzt nicht gerade geblinkt? Genau hier. Aber hier ist was. Guck mal. Hier. Hä? Da. Da ist doch was. Leuchte mal dahin, bitte. Okay, wie war das? Ach ja, man konnte hier ducken. Kann ich das haben? Hallo, ich will das gerne aufnehmen. Hä? Was soll das? Ich möchte gerne den Charakter wechseln. So kann ich nur zielen und so normalerweise. Na gut, dann geht's halt nicht. Kommen wir denn hier durch? Ich glaube, hier kommen wir nicht durch, ne? Nee. Okay, dann probieren wir es hier mal. Mit vereinten Kräften. Oh Gott. Kein Weg mehr zurück wahrscheinlich, oder? Ja, jetzt ist ganz zu... Oh nein. Oh Gott. Hallo? Hallo? Oh Gott, das klingt nicht gut. Okay, die Türen sind zwar zu, aber ich traue dem Frieden nicht. Oh Gott. Oh je. Und ich bin so schlecht im Schießen, Leute. Was war das? Was? Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Ihr könnt es mir sagen. Sprecht mit mir. Was hat das zu bedeuten? Was? Was soll das? Die Armreifen wechseln ihre Farbe als Reaktion auf Furcht. Hä? Und
Und wer genau sind Sie? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Scheiße. Sie mit uns oder zu uns? Ich hab so das dumpfe Gefühl. Was ist denn das? Was ist das denn hier? Da ist doch was. Warum kann ich nicht... Natürlich! Ach, ich bin so doof. Wart mal. Guck mal, hier ist... Hier ist doch ein Stein. Guck mal, hier. Was ist denn das? Nimm das mal. Kann ich da nicht irgendwie... Moment, aber ich will mal kurz zurück. Und zwar... Ach scheiße, ich glaube, ich komme nicht mehr zurück, ne? Okay, ich laufe jetzt mal ein bisschen mit der Moira. Oh Gott. Hallo? Hehehe. Kann man dich rufen? Bin ja nicht bescheuert. Okay. Hallo? Was ist das hier? Gefangenenlagerkarte, okay. Kann ich da jetzt... Okay, weiß ich nicht. Was ist das? Hier scheint's rauszugehen. Das glaubst auch bloß du. Was können wir hier machen? Oh, verdammte Technik! Ach, natürlich. Das sieht aus, als wenn da ein Zahnrad fehlt. Toll! Wo soll ich das jetzt wieder hernehmen? Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn für ein Schnetzelding? Krass. Das sieht ja strange aus. Hallo? Ich will da nicht rein. Hallo? Boah, strange. Na, zumindest ist hier nicht zugesperrt. Hallo? Oh, was ist das denn? Oh, sieht gemütlich aus. Ja, hätte gern eins zu Hause. Schau dir diese Vorrichtung an. Da steckt etwas fest. Das sieht aus nach einem Zahnrad. Und ich könnte wetten, es passiert irgendwas, wenn ich jetzt diesen Hebel ziehe. Es funktioniert nicht. Okay, Stromzufuhr. Strom aus. Vielleicht gibt's einen Schalter. Hm. War ja so klar. Okay. Einen Schalter. Oh, hier leuchtet wieder irgendwas. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mit der Lampe fixieren. Das da wollte ich, genau. Was? Schrotflintenmunition? Kann ich dir Schrotflintenmunition geben? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich, wenn sie selber eine Schrotflinte hätte. Hier ist so ein Stromkasten. Kannst du Strom anmachen hier? Oder nicht? Aha. Ach, jetzt sehe ich das erst oben mit dieser Karte. Natürlich. Okay. Was ist das hier? Eine Teilebox. Customation Gear Kit. Okay. Interessant. Und was kann ich hier so machen? Claire? Ach, es kann nur die Claire, oder was? Hallo? Okay. Werkbank. Sie können Ihre Waffen an der Werkbank verbessern und austauschen. Verbessern. Sie können Spezialteile, die Sie eingesammelt haben, an Waffen ausrüsten oder entfernen. Austauschen. Sie können die Waffen, die Sie mit sich tragen, mit den gelagerten Waffen austauschen. Okay. Schadensstufe 1. Okay. Okay. Wo kann ich jetzt da was ändern? Ja, Pistole weiß ich nicht, ob das Sinn macht, die zu verbessern. Wir können sie mal probieren. Schadenstufe 1. Ja, komm, machen wir mal. Huch, Teile? Ja. Ah, okay, alles klar.
Mhm. Bestätigen. Habe ich bestätigt. Und wie komme ich jetzt... Ah ja, okay. Aha, da sehe ich jetzt die Verbesserung. Ja, ich muss mich erst einmal ein bisschen durchfuchsen. Okay. Hier kann ich noch nichts machen. Das waren einzige Waffenteile, was ich hatte. Okay. Na gut. Aber ich glaube, ich laufe noch mal ein bisschen mit... Nanu? Hallo? Ich möchte gern... Oh, warte mal, was ist denn das? Was ist das? Objektbildschirm. Was ist das? Verbandmittel. Ah, okay. Munition für Pistolen, natürlich. Okay. Na gut, wie komme ich denn jetzt hier wieder? Okay, wie kann ich den jetzt... Na komm. So. Was hast du denn so Schönes? Genau, Verbandsmaterial können beide verwenden. Ich habe jetzt hier Munition. Kann ich die Munition nicht... Schau mal hier. Ich übergebe das mal an Claire. Weil ich brauche diese Munition ja nicht. Okay. Wo sehe ich denn, wie es ihr gesundheitlich geht? Ich habe keine Ahnung. Schwierig. Na, ist ja auch egal. Gut, weiter. Weiter im Text. Okay, weiter. Oh, hier geht's hoch. Wollen wir da mal hochgehen? Und ja, ich bewege mich etwas vorsichtiger in dem Spiel und schaue mich auch ein bisschen besser um. Es gibt natürlich Spezialisten und natürlich Pro-Gamer, die rennen hier durch und rushen durch und keine Ahnung. Ich bin... Ah, nein, von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Ah. Verdammt. Okay. Dann gehen wir mal wieder runter. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Entscheidung ist, mit Moira irgendwie zu laufen. Moira? So, wo kriegen wir jetzt denn hier Strom? Ich werde dich stützen. Schau, ob du hochklettern kannst. Was? Okay. Achso, du meinst hier? Okay, warte. Funktioniert prima, aber jetzt, sie kommt nicht hoch, ne? Okay, was haben wir hier? Können wir die Kiste aufmachen? Ah, okay. Einige Kisten müssen erst aufgeschlossen werden. Bewegen Sie den Cursor, um den Entriegelungspunkt zu finden. Die Position des Entriegelungspunkts können Sie anhand der Farbe des Cursors und der Vibration des Controllers ermitteln. Sie erhalten den Hinweis aber nur bei der ersten Kiste. Was? Okay. So. Okay. Und jetzt? Konzentrieren? Okay. Aha. Aha, okay. Manchmal gibt es mehrere Entriegelungspunkte. Versuchen Sie alle zu finden. Okay. Schwierig. Ah, warte mal. Hier. Nein. Ich glaube, das war nichts. Ich probiere es mal hier. Nein. Ich werde doch jetzt diese blöde Kiste aufkriegen. 3 Tage später. Ich geb's jetzt auf, ich will nicht mehr. Das ist doch ein Scheiß. Nanu? Hallo? Ich möchte gern zu dir wechseln. So, jetzt. Ja, Kiste, Reinfall. Könnt ihr auch gerne dann vorspulen, wie ich jetzt versagt habe. Naja, egal. Hallo? Ich glaube, ich gucke erstmal hier hin. Oh
schließen? Ist das jetzt die andere Seite? Ach, ich glaube. Ah. Claire, hier lang! Ah, das ist die andere Seite, okay. Okay, warte mal. Yep. So. Hallo? Ich wechsle mal wieder zu Moira. Die hat wenigstens die gute Lampe. Aber eine schlechte Waffe. Nur dieses Brecheisen. So. Vielleicht finden wir draußen jemanden, der uns hilft. Der Spruch heißt wahrscheinlich schon, dass da jetzt wahrscheinlich gleich irgendwas passiert. Ich will nicht. Hallo? Was war das? Ach du Scheiße. Was? Ist hier offen oder zu? Na toll. Hallo? Das ist irgend so ein Kontrollraum. Ich will doch nur hier raus. Ja, nicht nur du. Ich auch. Hallo? Ich hoffe... Einen Schritt nach dem anderen. Ich hoffe mal, dass die Claire, wenn jetzt ein Gegner kommt, auch von sich aus dann schießt. Und nie einfach nur dumm rumsteht. Oh Gott, nein. Oh, oh Gott, oh Gott. Scheiße, noch mehr. Scheiße. Alter. Aber die ist ganz gut beieinander mit ihren Brecheisen, lieber Scholli. Manchmal denke ich, ich sehe hier irgendwo Geheimnisse, wo keine sind. Hallo? Ich weiß es halt nicht. Da hier, hier zum Beispiel. Siehst du? Es hilft manchmal, sich genau umzugucken. Hallo? Oh, was ist hier? Wahrscheinlich eine Notiz oder sowas. Was ist das? Auf Russisch. Brief des Gefangenen. Liebe Mami, weiß nicht, ob du das je lesen wirst, aber ich brauche dich. Sie nennen uns Experimente. Sie foltern uns jeden Tag. Jeden Tag. Wofür habe ich das verdient? Warum passiert das? Es tut so weh. Jeden Tag habe ich Angst, was als nächstes passiert. Mami, bitte. Bitte hilf mir. Schwierig. Ich weiß nicht, was die gemacht haben für Experimente. Es sind ja schließlich irgendwie Zombies geworden oder was auch immer. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Gibt jetzt aber auch nicht wirklich so eine direkte Verbindung zu den Filmen, finde ich, oder? Bei den Filmen war es ja mehr, keine Ahnung, so eine Art Virus, aber ich glaube, da haben sie auch Experimente gemacht. Ich muss sogar ehrlich gestehen, ich habe nicht mal alle Resident Evil Filme gesehen. Ich glaube den ersten und den zweiten, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile gibt. Ich glaube 6 Stück, oder? Oh Gott, 2 Stück gleich. Nein. Alter. Na, was? Was für ein Angriff? Nein. Alter Schwede. Die hat nicht einen Schuss abgegeben, die blöde Kuh. Blöde Sau. Alter. Oh Gott, ich höre schon wieder was. Was ist das? Verbandmittel, sehr schön. Ich glaube, das... Ich weiß nicht, ob ich das brauchen kann. Ich brauch's gar nicht mal benutzen. Okay, alles klar. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich will ihr ja auch eins übergeben. Genau, so, und da hat nämlich jetzt jeder eins. Machen wir mal die Lampe wieder an hier.
Vorsichtsregeln für Experimente. Die Sensoren, mit denen die Experimente ausgestattet wurden, messen die Adrenalin- und was? Noradrenalinspiegel, um die Furcht zu berechnen, die die Testperson empfindet. Die Farben ändern sich entsprechend. Grün, normal, orange, büro, unruhigend, rot, blinkend, Furcht, rot, Mutation. Sollte der Sensor eine Testperson zu rot werden, zu rot wechseln, ist sie bereits in der Mutationsphase. Erschießen sie dann umgehend. Okay. Weil ich auch Zeit habe, auf dieses Band zu gucken. Sieht man doch. Ich habe keine Ahnung. Tja. Okay, hier war jetzt aber auch nichts mehr, ne? Hallo? Kann ich eigentlich in Schränke gucken? Nee, anscheinend nicht. Hallo? Hey, was ist das? Was ist denn das hier alles? Ach du Scheiße! Komm her, du Sau. Ich mach dich platt. Aua. Stirb. Und noch ein auf die Birne. Ruhe im Karton. Was ist das? Alter. Hast du gesehen? Alter, was ist denn das für einer? Oh, fuck. Nein, jetzt muss die erst nachladen, verdammt. Alter! Wenn sie von einem sehr kräftigen Schlag getroffen werden, gelangen sie in den Blutenstatus. Während sie bluten, können sie nicht rennen, nehmen dafür aber kontinuierlich Schaden. Benutzen sie Verbandszeug im Objektbildschirm. Oh fuck! Danke sehr. Nein, ich habe keine Munition mehr. Stirb doch endlich! Alter! Leck mich! Entschuldigung. Kann ich dich untersuchen? Hast du irgendwas bei dir? Alter Schwede. Was war denn das jetzt von Oshi, ey? Also ich glaube, da brauchst du wirklich eine Pumpgun, um den fertig zu machen, ey. Alter Schwede. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das? Explosive Flasche. Aha. L1 plus R2 Zweitwaffe werfen. Was? Was soll ich? Ah, okay, alles klar. Okay. Oh, warte mal. Ich könnte wetten, das kann man bestimmt hier ein bisschen kaputt machen. Okay, oder auch nicht. Habe ich mir so gedacht. Ein Schlüssel. Rostiger Schlüssel. Kann man das Ding nicht irgendwie... Oh, das klingt nicht gut. Was war das? Kann man das Ding wegschieben oder so? Jetzt habe ich diese explosive Flasche verbraucht. Das ist ja schon wieder ärgerlich. Boah, ich brauche eine ordentliche Waffe. Ach, jetzt sind wir... jetzt sind wir wieder hier? Ich bin irritiert. Nein, oder? Verdammt. Wo machen wir diesen... bekackten Strom an, ey. Schwierig. Hallo? Warte mal, hier liegt, glaube ich, auch noch was. Was ist das? Ein Buch? Auszug aus Kafkas in der Strafkolonie. Der Reisende unterbrach ihn. Er kennt sein eigenes Urteil nicht? Nein, sagte der Offizier wieder. Stockte dann einen Augenblick,
als verlange er vom Reisenden eine nähere Begründung seiner Frage und sagte dann, es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ihr auf seinem Leib. Okay. Schwierig. Wo kriege ich denn jetzt hier den verkackten Strom? Oh, warte mal. Was ist das? Kann ich auf die Kiste einhauen? Aha. Pistolenmunition. Tja, ich glaube, gebrauchen kann das wahrscheinlich eher... Okay, warte, übergeben. Ich brauche es nämlich nicht, weil ich habe eh keine Waffe. Ich habe einen Schlüssel. Tja, wo können wir diesen Strom anmachen? Okay, ich glaube, da werden wir dann mal in der nächsten Folge nochmal eine Runde drehen. Also das waren jetzt genug Eindrücke. Ich weiß, bei mir dauert immer alles ein bisschen länger und ich gucke ein bisschen öfters mich um. Aber der Dicke gerade, der war heftig. Okay, ich danke fürs Zuschauen und ja, mich würde es interessieren, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann werde ich es natürlich auch weiterspielen. Und halt momentan habe ich nicht gerade so viel Zeit zwecks Let's Plays und so. Hab natürlich jetzt in der Woche ungefähr Urlaub und dann kann ich ein bisschen mehr aufnehmen. Und ja, schreibt es einfach in die Kommentare, wie es euch gefällt, das Game, und ob ihr mehr sehen wollt. Also ich würde es eigentlich theoretisch schon weiterspielen, auch wenn ich ein bisschen Controller-Krüppel bin. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Ricky Dicky. Tschö mit Ö. Resident Evil.